Hallo zusammen, in diesem Film geht es um das Gold. Wir haben den 9. Februar und es ist 14.32 Uhr. Was ihr hier vor euch seht, das ist der Chart, eine Kerze, ein Tag. Und weil ich werde es gleich hier ranzoomen, nur dass wir diese Linie hier wissen, woher die kommt. Das ist das 50er Retracement von der Bewegung vom März letzten Jahres von 1450 hoch bis zu 2072. Und das hier ist das 50er Retracement, nur dass man das weiß, woher das kommt. So, hier ist der kurzfristigere Chart. Wir haben hier das Doppeltop, wir haben hier den Trendkanal und was das Gold, jetzt kann ich weiter rangehen, was das Gold so in den letzten Tagen gemacht hat, das war schon interessant. Das sind so Fooler wie dieser hier. Zack nach oben, sofort runtergeknallt. Zack nach oben, sofort runtergeknallt. Ihr macht das gerade andersrum. Knallt runter. Und da hat man wirklich den Eindruck, okay, wir sehen jetzt hier die 1761, eben dieses 50er Retracement. Und da holt er sich gerade eben wieder alles zurück. Also, ich möchte nicht sagen, hat das Gold eine Qualität wie der Bitcoin. Aber momentan gibt es da keine, da gibt es keinen klaren Trend. Wie gesagt, das hier ist der Trendkanal vom Alltime High. Und wir sind jetzt und heute hier in diesem Moment, 14.33 Uhr, sind wir wieder genau in der 20-Tage-Linie. Schauen Sie mal, wie die einen auf den Arm nimmt. 10- und 20-Tage-Linie, rein, raus. Also das ist ganz, ganz schwierig, da irgendwas zu erkennen, bis man mal sowas hat oder sowas hat. Soll ich sagen, auf den Trendfolger 10- und 20-Tage-Linie gucke ich momentan gar nicht. Das ist irgendwie sehr wirr. Wir handeln immer noch unter der 200-Tage-Linie. Ja, die ist jetzt bei 1853, aber genau an der 20-Tage-Linie. Diesen Trend hier, diesen kleinen Trendkanal, diesen Seitwärtstrend, den haben wir verlassen und sind dann sofort, das habe ich also auch gesehen, sind dann auch sofort deutlich herunter, schließen außerhalb des Bandes und am nächsten Tag, zack, wieder ins Band rein. Diese Änderungen der Richtung, die sind wichtig. Die sind wirklich, da muss man immer mal drauf gucken, aber da muss man echt die ganze Zeit davor sitzen. Das ist das Problem damit. Wir sind von der Technik her jetzt wieder leicht positiv, auch über den Oszillator, leicht positiv. Die kürzeren Techniken wie 4 und 1 Stunde sind jetzt ein bisschen überkauft. Das müssen sie aber auch sein, weil wir haben ja hier schon mal wieder einen Weg gemacht von, naja, was waren das, rund 65 Punkten. Ich habe den Eindruck, der hat diesen Anlauf gesucht, um jetzt nochmal an diesen Trendkanal ranzugehen. Und jetzt mache ich mal das Fadenkreuz ran. Der Trendkanal ist im Moment bei 1868 und direkt hier oben drüber ist dieses kleine Doppeltop, so nenne ich es mal. Das ist das große, das ganz offensichtliche und das hier ist das kleine und dann sind wir bei 1874. Die Chance hat er und die Kraft hat er auch vor dem Hintergrund der Indikatoren. Das kann das Gold durchaus schaffen. Muss sich aber beeilen, wenn der jetzt hier wieder drei Tage, wenn das Gold hier wieder drei Tage hin und her krebst, wird das hier schon wieder zu weit hochgelaufen sein. Also das muss ich dann jetzt schon mal ein bisschen beeilen. Ich gehe es erst long, wenn wir mit über 74 sind. Und schließen mit der Tageskerze, nicht Stundenkerze, mit der Tageskerze. Dann gucke ich mir das erst wieder richtig im positiven Sinn an. Ansonsten, es gefällt mir schon, dass wir wieder in diesen Seitwärtstrend reingegangen sind. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, die nächsten, sagen wir mal, 50 Punkte, die erwarte ich eher hier hoch und noch nicht runter. Weil dafür habe ich jetzt hier 1, 2 gute Signale. Für den Fall, dass wir hier rausbrechen über die 1874, hätte ich diesen Schein hier im Angebot. Das ist von Goldman ein Open-End-Schein mit der Basis 1753. Da sind wir also hier auch noch drunter, unter dieser letzten Kerze, unter diesem letzten Zwischentief. Das ist die Kennnummer GC6YSL, Yves Saint Laurent. GC6YSL für einen Put. Muss ich meines Erachtens nach hinter dieses Doppeltop gehen. Das heißt hinter 1960 und dann muss ich den Hebel auch noch ein bisschen runternehmen und liegen dann hier 1966er. Das ist der Put. Der Put allerdings käme bei mir erst dann zum Zuge, wenn wir unter diesem Low der letzten Woche sind, unter 1784. Das ist die GF5Y7N wie Nordpol. GF5Y7N.
Es ist mir zu undeutlich. Muss ich ehrlich sagen, es ist mir zu undeutlich, deswegen ich halte mich aus dem Gold momentan erstmal raus. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.